Sektempfang über den Dächern der Stadt Potsdam. Für eine Nacht öffnete am Samstag die legendäre Bar in der 17. Etage des Merkur-Hotels. Das Ziel dieses einmaligen Events: wieder Glamour in die Stadt zu holen, zu zeigen, dass das Haus Merkur genau das auch repräsentieren kann. Nicht nur als hässlicher Klotz wahrgenommen werden soll, sondern darstellen soll, dass unfassbar viel Geschichte, Erinnerungen, nostalgische Gedanken und schöne Erlebnisse mit diesem Haus verbunden werden von vielen, vielen in Potsdam. Und tatsächlich, für viele Besucher ist dieses Hotel ein ganz besonderer Ort, an dem man gerne in Erinnerung schwelgt. Das Hotel war für uns Kult zu DDR-Zeiten und wir wollten unsere Hochzeit am 8.8.88 genau hier in der 17. Etage beide feiern. Und jedes Mal, wenn wir Hochzeitstag feiern, denke ich gerne daran zurück, hier oben gesessen zu haben und gefeiert zu haben. Wir hatten also wirklich uns wochenlang gefreut, wenn wir hier eine Feier hatten. Egal ob mit Freunden oder mit Verwandten, wir waren richtig happy, weil es war für uns ja kaum woanders möglich hinzugehen oder hinzufahren. In 69 kam ich hier und da haben sie nur ausländisches Geld im Hotel genommen und ich sagte, ich werde mit englisches Geld zahlen. So, da dürfen wir rein und wir haben einen schönen Abend im, es war hier oben. Im Nachtlokal haben wir getrunken, gegessen, getanzt, Musik war da. So, es war sehr schön. Und immer ein Erlebnis, der Ausblick aus 55 Meter Höhe auf die Stadt Potsdam. In der 17. hat man noch Träume. Angesprochen auf das Motto des Abends, hatten viele Besucher daher vor allem diesen Wunsch. Die Hotelleitung sollte es überdenken, dass man diesen Gastraum wieder nutzt für alle Bürger, die Potsdam beehren und besuchen. Ein Wunsch, den die Hotelleitung nach diesem Event nur allzu gerne nachkommen will. Also die Lektion aus diesem Abend ist ganz klar für uns. Wir müssen öfter hier in dem Haus etwas veranstalten. Entweder mit verschiedenen Veranstaltungen auf der 17. Etage, aber auch unsere anderen öffentlichen Bereiche. Unser Restaurant zu bespielen, im Sommer die Terrasse, der Veranstaltungsbereich im Erdgeschoss. Wir haben viele Möglichkeiten.